Nun möchten wir Objekte, die zusammengehören, möglicherweise gruppieren. Dazu gehört etwa das Wort Schrift und der dazugehörige Punkt. Wir markieren einfach die Sachen, die zusammengehören, klicken mit rechts und wählen Gruppieren. Danach bilden die Objekte eine zunächst untrennbare Einheit, was auch auf die Proportionen zutrifft, wie man hier sieht. Der Punkt wächst und die Schrift wächst, so dass wir jetzt immer identische Größenverhältnisse haben. Wenn wir nun Objekte auf verschiedene Ebenen verschieben wollen, dann ist das möglich über Fenster, Ebenen. Hier können wir neue Ebenen hinzufügen, zum Beispiel Bilder, und die Hintergrundebene nennen wir Text. Und dann weisen wir jedes Objekt einer Ebene zu. Dazu klicken wir mit rechts auf das Bild und wählen auf andere Ebene verschieben. In unserem Fall Bilder. Im Moment sieht man noch gar nicht, auf welcher Ebene das ist, doch das können wir mit Ansicht, Ebenenmarkierungen anzeigen, sehen. Die meisten Texte sind schon auf der richtigen Ebene. Dieses Bild verschiebe ich noch auf die Bilderebene. Und die Überschrift bleibt auf der Textebene. Der Vorteil ist, wir können die einzelnen Objekte nämlich ausblenden und sehen somit nur das, was für uns relevant ist. Wir können auch eine Sperrung verfügen, dass wir jetzt nur noch Textobjekte verschieben können. Die Bilder lassen sich nicht verschieben, die Schrift ist noch auf der falschen Ebene. Und da die Ebene gesperrt ist, können wir es auch nicht hin verschieben. Also auch vor ungewollten Änderungen schützt diese Einstellung. Verschieben wir es auf Bilder, sperren sie wieder und ihr seht, nichts zu machen. Diese Eigenschaft ist umfließen. Und zwar bedeutet das, dass die einzelnen Objekte auf niederen Ebenen um die anderen Objekte herumfließen. Dazu müssen wir allerdings in den Eigenschaften des jeweiligen Objekts die Form festlegen, und zwar Konturlinien in unserem Fall. Wenn wir nun das Objekt verschieben, sehen wir, dass der Text sich dem anpasst, wie das Bild gerade liegt. Hier und da und dort. Dadurch vereinfacht sich unser Layout, indem wir hier einfach die Textebene wechseln, den Text hier hinschieben, Blocksatz. Übrigens gibt es hier zwei Arten von Blocksatz. Einmal den, wo die letzte Zeile nicht vollständig läuft und einmal vollständig. So. Hier kann man auch Umrissanzeige wählen. Dadurch wird die Ladezeit etwas verkürzt, aber das brauchen wir jetzt nicht. Das macht alles nur unübersichtlich.